So, machen wir es einfach mal. Mein, why not? Gusto. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Ja, das kam jetzt längere Zeit nicht mehr. Dementsprechend, ich hatte einfach zwischendurch Masako. Viel zu viele. Wie lange seid ihr schon hier? Nicht lang genug. Ihr braucht eine Pause. Was ich brauche, ist Vergeltung für den Mord an meiner Familie. Ich bin einen Schritt näher, wenn ich diese Schlange fange, diesen Omura. Einen der Verschwörer auf der Liste. Er besorgte die Waffen, die meine Familie umbrachten. Dann finden wir ihn. Er wird reden. Reden, nicht töten. Ich meine, er hat nur einen Handel gemacht. Der Narr. Wir müssen uns verstecken. Au, ich habe irgendwie Schulter so ein bisschen Schmerzen. Ich weiß nicht warum. Angeblich soll Omura nach Umugi schießen. Ich weiß nur nicht wann. Also verharre ich hier. Wartend. Von hier überblicken wir alles. Wisst ihr, wie Omura aussieht? Ich bin nicht sicher. Es ist ihr könnt euch auch noch dazu Jahre anders entscheiden, ne? Also wenn er ihr jetzt Bock habt. Unseren Clan, aber er hinterging uns. Er auf ein anderes Spiel. Haut raus, ne? Zahlte. War dem so? Natürlich nicht. Also wir haben ja noch einige Spiele offen. Und macht es euch bequem. Könnte eine Weile dauern. Ich habe mir übrigens Masako, da, Männer Assassin's Creed Valhalla sie geholt. Aus wie er. Genauso wie Omura vor 20 die Jahren. Die PS5-Version. Sicher seine Söhne. Waren sie beide beteiligt? Ich übernehme die Schlucht. Ich muss mit einigen Leuten dort reden. Um wieder mal anzugeben. Wie bitte? Vergiss es. Wir sehen uns in Umugi. Sie teilen sich auf. Folgen wir ihnen. Mal sehen, was passiert. Ich gehe nach links, ihr nach rechts. Die Schlucht ist eng. Haltet euch oben, sonst werdet ihr gesehen. Ja, Sekunde. So, Horizon haben wir durchgezogen von Part 44 bis 50. So, okay. Dann muss ich mal gucken. Kann sich nur noch um Stunden handeln bei mir. Ich habe das Gefühl, dass Forbidden West wesentlich größer ist als Ghost of Tsushima. Weil die Größe ja von beiden. Folge die Spur des Bruders. Wer ist da? Ganz nasse Füße. Diese Straßen sind furchtbar. Das war vielleicht knapp. Ich habe die Familie gerecht. Der alte Adachi ist tot. Sein Clan auch. Kippei findet mein Tun schändlich. Aber er weiß nicht mehr, was Adachi uns antat. Dir antat. Ich habe so das Gefühl, dass diese ganzen Spielereien mit Rache und so ein Scheiß, dass die Dingsbums. Bis zum Morgen werde ich genug Geld haben, um tausendfach aufzuwiegen, was sie dir genommen haben.
Sir. Vater ist stolz auf mich. Wieso auch nicht? Sir. Kipe weiß ja nicht, wovon er redet. Wenn ich erstmal reich bin, baue ich als erstes ordentliche Straßen. Ja, aber ich muss ihn doch nur verfolgen und nicht killen. Endlich! Ich brauche einen Trunk. Ich habe gesagt, ihr sollt wegbleiben. Dreckiger Dieb. Dass ich die eingelegten Zwiebeln gestohlen habe, ist ewig her. Ja, recht. Natürlich ist er recht. Ich brauche einen Trunk. Ich habe gesagt, ihr sollt wegbleiben. Dass ich die eingelegten Zwiebeln gestohlen habe, ist ewig her. Ich werde meinen Bruder rufen. Nicht nötig, ich gehe. Nicht einmal ein großer Samurai kann es allein mit dem Mongolen. Was erwartet er denn? Hier ist Umugi. Wie bewaffnet er sie? Oder bildet sie aus? Das ist die Arbeit eines Samurai, oder? Bestimmt hat er nicht hoch. War schon immer schwach. Ich sollte zu Masako. Jin, hier drüben. Der, dem ich folgte, war beteiligt. Er sprach von Rache gegen den Adachi-Clan. Worauf warten wir dann noch? Er will zu dem Mann, der ihn beauftragt hat. Zu dem Mann, der meine Familie töten ließ. Gehen wir näher ran, sonst hören wir nichts. Hier lang. Der R2 gedrückt und wechsel. Ich hab doch. Ups. Ich will raus. Du bekommst nur kalte Füße. Es ist Unrecht. Was Adachi Vater antat, war Unrecht. Dass unsere Familie obdachlos wurde, Vater zu trinken anfing. Er hat Adachi bestohlen. Und Vater trank schon immer. Hör zu, wir drehen das Ding. Und du nutzt das Geld zur Flucht. Nimm deine Familie und kehre den Mongolen den Rücken. Bringen wir es hinter uns. Sie gehen. Ihn nach. Bleibt unten, sonst sehen sie uns. Ich sollte ihn hier und jetzt töten. Noch nicht. Die Frage, wie wir jetzt am besten handhaben. Oh, Sekunde. Ich habe so das Gefühl, wenn das eigene Mikrofon hier die Sicht auf das Dingsbums verblasst, ist es irgendwie falsch. Oh, ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie so Kopfschmerzen. Warten wir ab und sehen, was passiert. Hier ist etwas faul. Überlass mir das Reden. Ihr wartet hoffentlich nicht schon lange. Wer von euch ist Omura? Das bin ich. Habt ihr unseren Lohn? Haben wir.
Nein, Omura gehört mir. War er das? Los geht's. Verdammt, der Narr ist tot. Er hat von einem Brief gesprochen. Vielleicht hat er ihn noch bei sich. Mal sehen. Ich schaue nach, ob die Banditen etwas haben. Ein Brief. Ihr sollt einen Mann namens Omura in der Umugi-Bucht treffen. Er will mich erpressen. Tötet ihn. Ich bewege Gelder aus Kushi und bezahle euch, wenn die Aufgabe erledigt ist. Tja, die muss er jetzt nicht mehr bezahlen, ne? Ich glaube, ich habe meine Geisterwaffe zu Diese stark gemacht. Diese Nachricht trägt das Clanwappen, das auf der Liste des Gasthauses war. Drohungen sind nicht nötig. Ich bringe die Zahlung gerne nach Umugi im Austausch für euer Schweigen. Bis dahin seid versichert, dass eure Diskretion geschätzt wird und ihr großzügig entlohnt werdet. Das war eine Falle. Wer immer eure Familie tötete, wollte Omura mundtot machen. Der Feigling verwischt seine Spuren. Dieser Notiz nach zu urteilen, brauchte er dringend Geld. Dann kann sein Clan nicht reich sein. Oder er hat keinen Clan. Ihr glaubt, der Mörder meiner Familie ist kein Samurai? Vielleicht will er einer werden, einen Clan gründen. Und dazu plündert er die Leichen des Adachi-Clans. Nur wenige besitzen einen so ruchlosen Ehrgeiz. Das nützt mir, grenzt meine Suche ein. Ruht euch erstmal aus. Diese Jagd zerrt euch auf. Bis ich den Verantwortlichen finde, gibt es keine Ruhe. Einer der Mörder meiner Familie läuft in Kubara frei herum. Sucht mich dort bitte auf. Marme. Der Narr. Ja, das hätte ich mir aber schon fast denken können. Deine Legende wächst. Maximale Gesundheit erhöht. Super. Und so wie es aussieht. Oi. Talisman der Entschlossenheit. Des giftigen Ablebens. Ich habe einen Fertigkeitspunkt, ne? Kampfhaltung, Geist. Bogen. Habe ich komplett. Oh, das ist nicht schlecht. Nicht genug Talentpunkte. Du siehst eine blinkende Aura um das Ziel eines Attentats. Wenn seine Verbünde durch seinen Tod alarmiert werden. Verstehe ich nicht. Jetzt ist er unser Gegner. So, was haben wir denn hier? Schmerzschmied, verfügbare Verbesserungen. Das nehme ich doch gerne mit, unabhängig davon, ob ich es brauche oder nicht. Mein Herr, bitte. Ich habe eine Nachricht für euch. Ja? Was ist denn? Ein Dämon tötet mich, wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro und er kann nicht sterben. Vor vielen Jahren war Kojiro ein Strohhut-Ronin. So furchtbar, tödlich und blutrünstig, dass seine eigenen Brüder sich gegen ihn wandten. Von früh bis spät kämpften Dutzende Strohhüte gegen Kojiro. Er erschlug sie alle. Wer an jenem Tag entkam, verstieß Kojiro aus den Strohhuträngen, doch trat ihm nie wieder entgegen.
Die Todesgeister waren von Kojiro so beeindruckt, dass sie seine Rüstung segneten und ihm einen unermüdlichen Schwertarm verliehen. Jetzt ist er mehr als nur ein Mann. Er ist ein legendärer Mörder. Ja. Als die Strohhüte unser Volk verrieten und sich den Mongolen anschlossen, hießen sie Kojiro wieder als Bruder willkommen. 5 Mörder aus den Reihen der Strohhüte haben zusammen mit Kojiro geschworen, euch zu töten. Kojiro lässt mich wissen, dass ich gejagt werde. Ich werde auf der Hut sein. Das müsst ihr nicht, mein Herr. Kojiro erweist euch die Ehre eines Duells. Doch ihr müsst euch das Privileg verdienen. Und die 5 Strohhüte in seinem Dienst besiegen. Es scheint, als hätte ich die Herausforderung unwissentlich angenommen. Dann wisst ihr, dass sie überall in der Region warten und euch mit unschuldigen Menschen zu sich locken. Ich setze dem ein Ende. Ich dachte, die neuen Pokémon-Dinger sollen kooperativ sein. Seid vorsichtig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Ich bin gar nicht sicher. Lokales Spiel, 2 bis 4 Spieler. Online-Spiel, 2 bis 4 Spieler. Für das lokale Spiel und das Online-Spiel wird eine Version der Software pro Spieler benötigt. Ach so, okay. Für das lokale Spiel und das Online-Spiel. Da bin ich mal gespannt. Darf ich euch helfen, mein Herr? Bogen-Aussehensobjekte. Langbogen. Okay, das sieht cool aus. Ich hoffe, damit ist euch gedient. Möget ihr damit den Sieg erringen. Tödlicher Aristokrat. Bernstein-Assassine, raffinierter Räuber. Dämmerungsschreiter. Ist mir eigentlich gehört relativ... Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ihr habt meinen Dank. Eure Siegel geben uns Hoffnung. Ist das jetzt der Legendenerzähler oder was ist mit dem jetzt? Ihr seid wohl Goro. Jeder muss irgendwer sein. Wer seid ihr denn? Fürst Sakai. Ach, die Samurai sind alle tot. Ich bin quicklebendig. Meine Geduld nicht mehr lange. Fürst Shimura verlangt, dass ihr eure Schuld begleicht. Lebt er noch? Und was will er? Dass ihr eine Nachricht zum Festland bringt. Ah, das war schon früher sehr teuer. Selbst vor der Mongolenblockade. Ihr schuldet meinem Meister etwas. So begleicht ihr es. Dann bleibt mir keine Wahl. Lass mich raten, der haut ab. Nach Komoda dachte ich, meine Schuld gegenüber Fürst Shimura wäre getilgt. Darum habe ich getrunken. Um euer Entkommen zu feiern. Um die Samurai zu betrauern. Diese Krieger starben beim Schutz von meinesgleichen. Hm? Das stimmt. Wenn ihr so empfindet, schöpft Mut. Helft uns, sie zu rächen. Wir brauchen viel mehr Samurai dafür. Ja, ich bin doch dran. Bekommen wir, wenn ihr Shimuras Botschaft überbringt. Hier wohne ich. Kommt rein. Hast mir ja die Tür aufhalten können, du Lappen. An der Mongolenblockade kommen wir nicht leicht vorbei. Habt ihr Fürst Shimuras Botschaft? Er hat sie. In seinem Lager an der Küste von Akashima. Ah, das trifft sich gut. Eins meiner Boote liegt bei Fort Mitodake versteckt. Die Karte zeigt euch, wo ich auf dem Waldweg warten werde. Nimm ich mit. Macht auf, Goro! Wir gehen erst, wenn ihr eure Schuld beglichen habt. Mist! Ich habe keine Ronin gerufen. Mein Herr, was habt ihr mit Goro zu schaffen? Meine Sache. Wir kommen wieder. Hat jemand meine Tochter gesehen? Bitte. Aha. Hat jemand Kuma gesehen? Kuma, aha. Wo bist du? Mein Herr, bitte, helft! Ja, was ist denn?
Was ist los? Meine Tochter ist verschwunden. Oh nein. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Das ist ärgerlich. Ist sie fortgelaufen? Das würde sie nicht tun. Bitte, findet sie. Meine Mutter, ja, das kriegen wir hin. Hätte alles getan, um mich zu schützen. Dann versteht ihr mich. Wo, na, selbstverständlich. Am Dojo. Ich bin früher fort. Sie wollte nachkommen, ist aber nie zu Hause aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann. Wenn nur die Hälfte der Geschichte... Eine unschuldige Diebin. Eine unschuldige Diebin? Wie passt das denn? Bestimmt erinnert man sich dort an sie. So. Wer hat den Hund ins Dojo gelassen? Meint er mich? Ich mach die Sau fertig. Diesen Ficker. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Klar. Es wird euch gefallen. Super. Ich kann vorerst fertig. Nichts okay. weiter tun. Bis bald. Oh, ich brauche Ressourcen. Eine Ehre, zu dienen, mein Herr. So, jetzt würde ich gerne mal... Ich würde gerne die Tochter jetzt mal suchen. Ein wohlhabender Mann hat alles. So, Aufzeichnungen. Seht euch. Ich suche ein Mädchen namens Kuma. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Narr. Ihr hättet sie sehen sollen. Onkel und Neffe kämpften Seite an Seite. Ich hörte Mongut. Kennt ihr ein Mädchen namens Kuma? Die Tochter der Händlerin? Ja, ich kenne sie. Habe sie aber seit Tagen nicht gesehen. Ich muss sie finden. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Ich muss ein Mädchen namens Kuma finden. Ich kenne niemandes Namen. Will ich gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Wir sind viel weniger als noch vor Komoda. In Tsutsu verloren wir noch mehr. Hey, Krieger! Hier drüben! Ich weiß, nach wem ihr sucht. Ihr kennt Kuma? Ja. Doch hier können wir nicht reden. Kommt mit! Ich trau ihm nicht. Die waren eben schon so blöd und wollten da... wen haben, aber die hatten großen Respekt vor uns. Ich wusste, es klang zu gut, um wahr zu sein. Da stimmt etwas nicht. Ihre Mutter vermisst sie seit Tagen. Wo bringt der mich hin? Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich... Wir ungestört sprechen. Kuma ist eine Freundin. Als ich sie zuletzt sah, ging sie mit einem Mann fort, der ihr Arbeit versprach. Was für eine Arbeit? Ein Gasthaus zu führen. Sie wollte für ihre Mutter etwas Geld verdienen. Sie verbot mir, die Überraschung zu verderben. Wo ist das Gasthaus? Das Numanaka-Gasthaus an der Hauptstraße. Was wollte ich fragen? War bei dir der Postbote schon da? Justine. Oder war das dieser Kuh?